wirklich in der maximal möglichen Geschwindigkeit abfahren. Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dann gibt es natürlich das ganze Thema Netzwerk. Drive versteht sich als Netzwerkfirma. Wir sind, wie gesagt, in vielen verschiedenen Branchen unterwegs. Wir haben 3.500 Mitarbeiter heutzutage und wir leben diesen Netzwerkansatz. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht weiß und eine Kompetenz mal brauche, dann ziehe ich sie mir aus dem Netzwerk. Dann rufe ich an, dann spreche ich mit den Leuten und ziehe mir, was ich brauche. Und Technology Insights im Prinzip, wir sind zwar eine Beratung, aber wir sind immer noch sehr nah dran an der Arbeitsebene. Das heißt, wir haben nicht vergessen, wie das eigentlich funktioniert, was da passiert. Was sind die Vorteile, die wir bieten können, beispielsweise gegenüber den heute üblichen Ansätzen, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Inkubator? Also der Ansatz Startup as a Service ist, glaube ich, zum einen geeignet, um Sachen schnell hochzufahren. Ja, wenn ich mir einen Inkubator anschaue, da ist eine feste Anzahl an Leuten vorhanden oder so, oder da kommen externe Ideen rein, dann kann ich hier interne Ideen des Konzerns umsetzen, schnell starten und habe eben aber auch die Kompetenzen und kann die flexibel reinziehen. Um das Ganze auf eine sehr einfache Formel zu bringen, was macht denn den Innovationserfolg aus unserer Sicht aus? Es ist eine Funktion der Anzahl an getesteten Ideen. Wir haben vorher gesehen, ein 1/20 überlebt. Das heißt für mich nichts anderes als, ich muss möglichst viel testen und die Sachen auch schnell wieder verwerfen, die nichts geworden sind. Natürlich, aber das ist, glaube ich, selbstredend, man muss methodisch vorgehen. Also Startup heißt für uns nicht, dass wild irgendwas gemacht wird, sondern da gibt es auch eine Methode dahinter. Es muss natürlich Arbeit reingesteckt werden, ja, deutsche Werte werden geleistet, glaube ich auch nicht verkehrt. Professionalität und einfach auch Offenheit für neue Ideen. Ja, um es nochmal zusammenzufassen, 1/20 aller Ideen werden nachher tatsächlich erfolgreich. Dadurch folgt, dass systematisch getestet werden muss. Und wir glauben auch, dass wurde vorher sowohl vom Herrn Müller als auch vom Herrn Hell ähnlich auch ausgeführt, die Ausführung ist wichtiger als die Idee. Ja, die Idee an sich ist erstmal überhaupt nichts wert. Ja, es geht darum, die wirklich zu testen, auf die Straße zu bringen, Prototypen zu bauen und zu schauen, wie reagiert eigentlich der Kunde darauf. Deswegen könnte man das auch zusammenfassen im Motto, in gute Ideen investieren und die schlechten einfach verwerfen. Das war es im Prinzip schon. Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie genau auf uns zu. Wir glauben, dass der Ansatz der Innovationsabteilung wirklich als Plan halten kann. Dankeschön. Nur eine Frage geht auf jeden Fall oder auch zwei, wenn Sie direkt was fragen wollen. Ich hätte ja eine, was kostet es denn? Jetzt habe ich eine Idee und. Also, es kommt natürlich immer aufs Projekt an. Also kann ich Ihnen so spontan nicht sagen, aber ich meine, ich glaube, da haben wir auch die Werkzeuge, um Rapid Feedback-mäßig wirklich Sachen schnell anzutesten, zu teasern und zu schauen, wie reagieren die Leute denn da drauf, bevor ich jetzt irgendeinen großen Prototypen baue. Dass ich zum Beispiel schaue, okay, ich mache eine Landingpage, AB-Testing, Facebook, wie reagieren die Leute denn überhaupt da drauf? Ist denn irgendjemand bereit, überhaupt auf den Button zu klicken, ja, ich möchte mir das Produkt vorbestellen oder so? Also, insofern, es geht auch günstig. Geht auch günstig, wunderbar. Auf Messe. Herzlichen Dank, Herr Kraus. Ja, das nächste Thema. Embodied Engineering. Wenn ich es richtig